Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es Funkeware aus der Premium Line. Ah, oder nein, doch nicht? Nein, doch nicht, anscheinend. Funke, Octoplus Heuler. Wie gesagt, im Unboxing, was jetzt hier oben kommt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich bin ja jetzt nicht so ein großer Funke-Fan. Dennoch nehme ich die mal für euch unter die Lupe, weil mir Funke, ja, ein bisschen zu teuer. Egal, 30 Gramm NEM haben wir hier auf 3 Stück. Dann nehmen wir uns den hier mal raus und gucken den uns gleich mal an. Echt dicke Oschis, also vergleichbar. Also von der Länge her auf jeden Fall schon fast wie ein D-Böller. Ungefähr. Dicke natürlich nicht so, ist ja klar. Ja, so sehen die hier aus. Ne? 10 Gramm auf allen. Und das ist eine richtig schöne Pfeiffontäne mit 8 Stufen Heuler plus Crackling-Abschluss. Gemacht wurde es schon mal von Xena unter dem Namen 8-Stepper. Aber wir gucken uns jetzt mal an, was die so sagen. Und vor allem, wie die im Unterschied zu denen abschneiden. Also sehen wir uns gleich bis jetzt gleich draußen bei der Zündung der Octoplus Heuler von Funke. So Leute, jetzt die Octoplus Heuler. Genau. Von Funke. 30 Gramm. Machen wir mal den ersten. Ich denke mal, die kann man im Liegen und im Stehen machen, aber wir machen mal im Stehen. Ja. Ah, die werden umkippen. Wartet, wir gehen mal hier hin. Weil die ja richtig viel Druck haben, vor allem dieses Heulen. So. Ganz nett eigentlich. Ganz geil. So, jetzt machen wir noch einen Octoplus. Da unten sind ein paar Pyrocracker. Die sind schon ganz geil eigentlich. Vor allem diese Stufenheulen.